Heute geht es um die Fotos-App auf deinem iPhone. Vielleicht sagst du jetzt, Moment mal, wenn ich mich mit einer App hier drauf auskenne, dann ja wohl mit der Fotos-App. Ist doch total simpel. Aber Moment, ähnlich wie bei der Notizen-App hält auch die Fotos-App einige weniger bekannte Funktionen bereit, die dir beispielsweise die Suche nach einem bestimmten Schnappschuss ungemein erleichtern. Außerdem steht ja Weihnachten und Neujahr vor der Tür. Und damit kommen sicher auch viele, viele neue Familienfotos auf dein iPhone zu. Wie du Fotos mit der Fotos-App bearbeitest, richtig verwaltest, mit anderen teilst und das nicht nur an Weihnachten, erfährst du jetzt. Bevor wir zu den besonderen Funktionen kommen, schauen wir uns erstmal die Grundfunktionen der Fotos-App an. Beim Öffnen der App siehst du zunächst diese Mediathek-Ansicht, bestehend aus den zuletzt aufgenommenen Fotos und Videos. Du bekommst hier auch das Datum angezeigt, an dem diese aufgenommen wurden, sowie einige Schaltflächen hier unten. Generell zur Orientierung, die neuesten Fotos siehst du in dieser Ansicht immer ganz unten, die ältesten ganz oben. Falls du nach oben scrollst, um nach älteren Fotos zu suchen, kommst du mit einmal Tippen auf Mediathek direkt wieder hier unten bei den neuesten Fotos an. Standardmäßig werden dir in der Mediathek alle Fotos in gleicher Größe chronologisch angezeigt. Mit Tippen auf die Schaltflächen Tage, Monate oder Jahre arrangiert das iPhone die Fotos anhand der gewählten Zeitspanne neu. Dabei kann auch die Fotogröße variieren. Bist du auf der Suche nach älteren Fotos, dann kann eine mögliche Strategie sein, zunächst über Jahre das Jahr auszuwählen und dann in die entsprechenden Monats- und dann Tagesansichten zu gehen, um die Auswahl einzugrenzen. Dass du einzelne Fotos durch das Spreizen von zwei Fingern vergrößern kannst, dürfte nicht neu sein. Du kannst aber auch in dieser Übersicht der Mediathek näher an einzelne Fotos ranzoomen. Weiter rauszoomen ist natürlich auch möglich. Im Drei-Punkte-Menü oben rechts kannst du ebenfalls rein- und rauszoomen. Du kannst anstelle der Fotoquadrate auch das echte Seitenverhältnis der Fotos anzeigen lassen. Dabei werden sie allerdings ziemlich klein. Und du kannst filtern, zum Beispiel nur nach Videos in deiner Mediathek. Zu guter Letzt kannst du dir mit Karte einblenden die Fotos nach dem Ort anzeigen lassen, an dem du sie aufgenommen hast. Je näher du dabei ranzoomst, desto genauer werden die Orte aufgefächert. Unten rechts in deiner Mediathek findest du die Suche. Und diese Suche kann dir dabei helfen, Fotos ruckzuck zu finden. Denn du kannst nicht nur nach dem Ort suchen, an dem ein Foto aufgenommen wurde, du kannst auch nach dem suchen, was darauf zu sehen ist. Das iPhone ist sehr gut darin, die Gesichter auf Fotos einzelnen Personen zuzuordnen. Du kannst aber auch nach Begriffen suchen, wie zum Beispiel Schnee, wenn du dich zu Weihnachten nach Fotos mit Schnee sehnst. Zusätzlich werden dir auch Fotos vorgeschlagen, auf denen das Wort Schnee zu sehen ist. Wie bei diesem Screenshot aus der Wetter-App. Denn das iPhone ist in der Lage, Text auf Fotos zu erkennen und diesen Text kannst du aus Fotos auch kopieren. Genauso, als wäre es ein Textdokument. Also länger mit dem Finger darauf drücken, gegebenenfalls den Bereich genauer einstellen und dann auf Kopieren tippen. Schon kannst du den Text in einer Notiz ablegen. Die Suche erlaubt es dir auch, Monatsnamen oder Jahreszahlen einzugeben, um die Auswahl dadurch einzugrenzen. Und die zeitliche Suche geht auch relativ zum heutigen Tag. Falls dich also interessiert, was du genau heute vor 3 Jahren für Fotos aufgenommen hast, dann tippst du einfach vor 3 Jahre, bis der entsprechende Vorschlag erscheint und tippst darauf. Die Schaltfläche neben der Suche nennt sich Alben. Für eine bessere Ordnung deiner Fotos kannst du sie hier in Alben und Ordnern einsortieren. Du erstellst ein neues Album, einen neuen Ordner oder ein neues geteiltes Album über das Pluszeichen oben links. Ordner sind dabei den Alben übergeordnet. Die Idee ist also, mehrere thematisch verwandte Alben in einem Ordner anzulegen. Aber sie sind nicht sonderlich flexibel. Du kannst zum Beispiel bereits bestehende Alben nicht einfach in einen Ordner verschieben. Dazu müsstest du also erst den Ordner erstellen und danach die Alben darin. Ich verzichte daher auf Ordner und habe hier nur einen für Demonstrationszwecke. Nützlich sind dagegen die geteilten Alben. Wenn du alle neuen Weihnachtsfotos deinen Familienmitgliedern zugänglich machen möchtest, legst du ein neues geteiltes Album an, benennst es, wählst dann deine Familienmitglieder aus und nun kannst du über das Pluszeichen Bilder aus deiner Foto-App hinzufügen. Auch nachträglich kannst du ein normales Album zu einem geteilten Album machen. Der Weg dahin ist jedoch etwas umständlich. Öffne das Album, das du teilen willst, tippe auf Auswählen und dann oben links auf Alle. Dann tippst du auf das Teilen-Symbol unten links und in dem Menü unten findest du zu geteiltem Album hinzufügen. Zunächst wird dir das letzte geteilte Album als Ziel angeboten, aber durch Tippen auf dessen Namen kannst du an dieser Stelle auch ein neues geteiltes Album erstellen. Danach ist der Prozess dann genauso wie eben. Falls du die Funktion geteilte Alben auf deinem iPhone vermisst,
musst du sie möglicherweise erst aktivieren. Gehe dazu in die Einstellungen, dann auf Fotos und stelle sicher, dass unter Alben der Punkt geteilte Alben aktiviert ist. Im unteren Bereich der Albenansicht ist dir vielleicht schon der Bereich Medienarten aufgefallen. Dieser ist sehr praktisch, wenn man ohne Umschweife nach bestimmten Medientypen sucht. Ich nehme für meine Videos hier zum Beispiel sehr viele Bildschirmfotos und auch Videos von meinem Bildschirm auf. Wenn ich diese löschen möchte, um Speicherplatz freizumachen, kann ich sie hier filtern, alle auswählen und mit einem Tippen in den Papierkorb verschieben. Apropos Papierkorb, Fotos und Videos werden nicht sofort gelöscht, sondern bleiben noch 30 Tage im Ordner zuletzt gelöscht. Diesen findest du ganz unten auf der Albumseite. Wenn du also schnell Platz schaffen willst, dann musst du die gleiche Prozedur nochmals im zuletzt gelöscht Ordner durchführen. Also auswählen und hier unten auf alle löschen tippen. Erst dann sind sie tatsächlich gelöscht. Neben zuletzt gelöscht gibt es hier unten noch Importe, also Fotos, die du von einem anderen Gerät, zum Beispiel deinem Computer, importiert hast. Duplikate, eine praktische Filterung, mit der du sowohl exakte Duplikate als auch gleichartige Medien mit unterschiedlicher Auflösung löschen kannst. Die Funktion zeige ich dir im oben verlinkten Video. Und ausgeblendet. In ausgeblendet kannst du die Fotos legen, die nicht in deiner normalen Mediathek sichtbar sein sollen, wenn du anderen mal deine Fotos zeigst. Um Fotos auszublenden, wählst du sie einfach aus und tippst im Drei-Punkt-Menü auf Ausblenden. Damit die Fotos auch wirklich vor dem Zugriff von anderen geschützt sind, solltest du außerdem in den Einstellungen unter Fotos Face ID verwenden anschalten. Das ist die wesentlich sicherere Methode, als das Album mit den ausgeblendeten Fotos einfach nur selbst auszublenden. Denn wer Zugriff auf dein iPhone hat und diese Einstellung kennt, der kann das Album einfach einblenden und deine Fotos sehen. Mit Face ID schützt du dieses Album und übrigens auch das zuletzt gelöscht Album mit einer Face ID Abfrage. Falls dir meine Inhalte hier gefallen, gefällt dir vielleicht auch mein Newsletter, in dem ich inzwischen wöchentlich meine Gedanken zu Technikthemen und Entwicklungen teile. Zudem bleibst du natürlich über meine Veröffentlichungen hier oder auf anderen Plattformen auf dem Laufenden. Alle Abonnenten bekommen sofort nach der Anmeldung Zugang zu zwei Bonusvideos, nämlich meine 3 Tipps zu Screenshots mit dem iPhone sowie ein Tutorial zum YouTube Player, das dir viele Funktionen zeigt, mit denen du keine Informationen aus Videos mehr verpasst. Natürlich ist mein Newsletter kostenlos. Ich verlinke dir die Anmeldeseite hier oben und unten in der Beschreibung. Eine Schaltfläche haben wir bisher ausgespart und das ist für dich. Hier zeigt dir das iPhone neben Updates zu geteilten Alben vor allem seine KI-Kreativität, indem es dir Rückblicke, also eine Art Dia-Show, aus deinen bestehenden Fotos zusammenstellt. Diese Rückblicke können auf dem Ort einer Urlaubsreise basieren, es kann aber auch um Essen gehen oder zum Beispiel wie hier Tage am Strand. Eine Musik wählt das iPhone auch gleich dazu aus. Wenn dir Bilder in einer Auswahl nicht gefallen, kannst du sie hier einfach entfernen, indem du die Dia-Show startest und dann erneut auf den Bildschirm tippst und dann im Drei-Punkt-Menü Fotos verwalten wählst. Die Musik kannst du über die Musiknoten hier unten links ändern. Wenn du einen deiner Rückblicke teilen möchtest, tippst du auf das Teilen-Symbol und, das ist besonders praktisch, dein iPhone erstellt einen Videoclip, den du versenden kannst. Das bedeutet, auch Nicht-iPhone-Besitzer können sich dann deine Erinnerung ansehen. Und natürlich lässt sich eine Erinnerung auch aus einem bestehenden Fotoalbum erstellen. Dazu wählst du es nur aus, tippst auf die 3 Punkte und wählst hier Dia-Show. Wenn dir ein Rückblick nicht mehr gefällt, dann tippst du auf die 3 Punkte der Dia-Show und dann entweder seltener zeigen oder du löschst diesen Rückblick komplett. Alle Informationen zu einem Foto kannst du dir anzeigen lassen, indem du in der Einzelansicht entweder auf das Informations-I unten tippst oder das Foto nach oben wischst. Wenn du auf dem kleinen I Sterne funkeln siehst, dann hat das nichts mit Weihnachten zu tun, sondern bedeutet, dass das iPhone etwas auf dem Bild identifiziert hat. Zum Beispiel ein Gebäude, ein Tier, eine Pflanze oder auch ein Kunstwerk. Vorweg, das System erkennt aktuell noch vieles falsch. Daneben bekommst du hier aber viele weitere Infos. Die sogenannten EXIF oder Exchangeable Image File Daten. Also die Linse, mit der das Foto aufgenommen wurde, sowie Blende, ISO und weitere Fotoeinstellungen dieser Aufnahme. Unten auf der Karte wird der Ort gezeigt, an dem du die Aufnahme gemacht hast. Das kannst du über Anpassen auch ändern. Genauso wie du übrigens auch Datum und Uhrzeit der Aufnahme verändern kannst. Und oben hast du noch die Möglichkeit, selbst einen Untertitel einzufügen, der dir später beim Wiederfinden eines Fotos helfen kann. Als nächstes zeige ich dir die Funktionen, die du zum Bearbeiten deiner Fotos hast. Beginnen wir mit vielleicht der coolsten Neuerung von iOS 16, dem Freistellen von Motiven. Wähle einfach ein Foto, lasse dann deinen Finger auf dem Bildmotiv gedrückt und, sofern es klar genug ist, hebt es sich optisch vom Rest des Fotos ab
und du kannst es nun in eine andere App kopieren bzw. auch teilen. Ist nicht immer perfekt, wie man hier sieht, aber gerade bei Gesichtern habe ich schon sehr gute Ergebnisse damit erzielt, besonders im Zusammenspiel mit den neuen Sperrbildschirmen von iOS 16. Das Video dazu ist oben eingeblendet. Kommen wir nun zu den Funktionen im Bearbeiten-Menü oben rechts. Wenn du einfach nur eine schnelle Bildkorrektur möchtest, tippe auf den Zauberstab. Das iPhone analysiert dein Foto und nimmt dir Arbeit ab. Meist sogar mit einem ganz guten Ergebnis. Die Stärke der automatischen Bildkorrekturen kannst du verstärken oder abschwächen, indem du mit dem Finger auf dieser Skala nach rechts oder links gehst. An den Reglern rechts siehst du, wie sich hier zum Beispiel Belichtung und Brillanz dadurch verändern. Natürlich kannst du alle diese Regler auch einzeln einstellen, wenn automatische Bildkorrektur nichts für dich ist. Neben diesen Funktionen zur Bildanpassung hast du hier unten noch Filter. Ich denke, zu Bildfiltern muss ich nicht viel sagen. Man kennt sie inzwischen von Instagram zu Genüge. Und hier gibt es auch wenig Überraschendes. Aber die dritte Option ist interessant, nämlich zuschneiden und drehen. Mit den drei Reglern hier kannst du dein Bild perspektivisch korrigieren. Falls du dein Motiv also nicht 100% gerade aufgenommen hast, obwohl du das eigentlich wolltest, kannst du es hiermit begradigen. Wenn du oben übrigens die Funktion Auto siehst, die erscheint nicht immer, kannst du diese antippen, um dir den Begradigungsvorschlag des iPhones anzusehen. Anders als bei der Bildkorrektur ist es hier aber gar nicht empfehlenswert, an dem Intensitätsregler herumzuspielen. Mit den beiden Symbolen oben links spiegelst du dein Foto horizontal oder du drehst es um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Und richtig praktisch ist die Funktion auf ein Standardformat zuschneiden. Besonders für alle, die auf Social Media gerne Fotos posten. Denn mit dem Menü hier kannst du dein Foto direkt in alle bekannten Formate zuschneiden. Zum Beispiel als 9:16 für Instagram Stories oder Reels, 4:5 für Instagram Posts, 2:3 für Pinterest Standard Pins und noch einige weitere. Und im Querformat geht das natürlich auch. Die letzte Einstellung hier ist der Stift für die Markierung. Falls du gerne auf deinen Fotos etwas einzeichnen möchtest, kannst du diese Funktion wählen. Neu mit iOS 16 hinzugekommen ist die Option, über das Dreipunktmenü deine am Foto gemachten Änderungen zu kopieren und dann diese Änderungen an anderen Fotos anzuwenden. Zum Beispiel, wenn du einen bestimmten Filter auf viele Fotos übertragen willst. Wenn du Live-Fotos bearbeitest, also diese kurzen Videos, die die Kamera-App macht, wenn du die entsprechende Einstellung in deiner Kamera-App aktiviert hast, bekommst du hier unten noch einen zusätzlichen Regler. Und hier kannst du zum einen die Zahl der Einzelbilder weiter eingrenzen. Du kannst aber vor allem aus allen verschiedenen Einzelbildern das Beste aussuchen und als sogenanntes Schlüsselbild festlegen. Also das Hauptbild, das dieses Foto dann in der Mediathek repräsentiert. Wenn du den Bearbeitungsmodus verlässt, siehst du hier noch die Optionen Endlosschleife, das ist wohl selbsterklärend, Abpraller, das ist das, was man bei Instagram Boomerang nennt. Das Video läuft also zunächst vorwärts, dann rückwärts, dann wieder vorwärts und so weiter. Millionen von sich zuprustenden Menschen kennen diesen Effekt. Oder du kannst Langzeitbelichtung wählen, um die Einzelbilder übereinander zu legen. Je nach Motiv und Lichtverhältnissen kann das ziemlich coole Effekte hervorbringen. Die Fotos-App hält also einige überraschende Funktionen bereit. Mir gefallen vor allem die Möglichkeiten beim Freistellen und Zuschneiden und auch das Teilen von Fotoalben. Welche Funktion ist deine Lieblingsfunktion? Und was stört dich an der App am meisten? Ich freue mich wie immer auf deinen Kommentar unter dem Video. Und wenn was dabei war, das dir weitergeholfen hat, freue ich mich ebenso über einen Daumen hoch von dir. Im Video neben mir lernst du eine weitere iPhone-App kennen, die von vielen unterschätzt wird. Vielleicht völlig zu Unrecht. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann klicke einfach darauf und es geht sofort weiter.